Also auch Doppelstarter. Danke, lieber Reigns. kein Doppelstarter. Aber ich bleibe trotzdem bei Otero. Ich glaube, ich finde Otero am nicesten. Ich glaube, ich finde Otero actually am nicesten. Ich glaube, da sehe ich mich. Eine Regel vergessen, wenn du einen Fukano fängst, muss es nach ihr benannt werden. So. Also, das Problem ist, Serpifeu ist halt echt anfangs Giga-Loser. Und Floing ist halt so mittel, aber ich weiß ja nicht, wie es später wird. Aber ich glaube halt, dass Atemreich später auch schon sehr strong wird. Ja, man hat viele Angel-Encounter, aber bis du zu den Angel-Encountern kommst, dann... Keine Ahnung. Oh, ist es die neue... Oh, Marvin hat die neue Level-Cap ausgerechnet. Ist es 20% von Orden 1 bis 5, 1 bis 4 und ab dem 5. dann 10%? Hast du das so gerechnet, Marvin? Alle ausrechnen bis auf Top 4, weil ich nicht weiß, wie du das handeln willst. Ja, das schauen wir dann, wenn wir soweit sind. Ich sage, das können wir dann immer noch gucken. Also das ist 20%, 1 bis 4. Okay, hast du aufgerundet oder abgerundet? Wahrscheinlich halt so immer abgerundet. Immer abgerundet bist du denn des Wahnsinns? Mach doch bei 0,6 aufrunden. Gönn doch wenigstens. Mach doch bei so 0,6 aufrunden oder ab 0,5 aufrunden. Gönn einmal, Marvin. Gönn einmal. Ich hätte aufgerundet. Weißt du, bei Penny an der Kasse sagst du aufrunden, bitte. Also gönn bitte. Immer abgerundet, Alter. Ich glaube, du spinnst. Ist actually nur der erste, bei dem ich abgerundet habe. Ja, dann runde da wieder auf. Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Schlimmste. Die meisten Leute run actually Otero. Ja, Otero fühlt sich auch am nicesten an, ja. Ich sage immer abrunden an der Kasse. Es macht dann 1,73 Euro. Ich würde gerne auf 1 Euro abrunden. Perfekt. Dankeschön. So. Dann haben wir jetzt auch, wir haben dann viele coole, ups, wir haben auch viele Encounter und so, können vielen Stuff. Yes, vielen Dank, Marvin. Dankeschön. Wir haben vielen Shit und so weiter. Ich glaube, das können wir hier so jetzt runnen. Ich muss mal gucken, wann ich heute Unite spielen muss, Jet. Okay, 20 Uhr. 20 Uhr spielen wir Unite. Dann können wir jetzt eine neue nice Challenge starten. Komm, das ist doch jetzt eine richtig coole Challenge. Jetzt wird's doch richtig cool. Zwei Encounter, wir haben halt auch richtig viele Encounter, die wir dann ballern können. So im Sinne von richtig viele coole Encounter. Ich sag, zwei Encounter sind schon sehr strong. Da habe ich auch übelst Bock drauf. Da hat man halt so viele coole Mons. Im Blaze Black war es Flying bzw. Zapfoy für zweiten Orden. Die Mons sind hier halt anders. Ja. Das sehe ich. Ich habe mitbekommen, wie Bardel, glaube ich, der wollte die Starterscheine hatten und nachdem er so 1000 Encounter oder so hatte, hat Dryano so gepostet, yo, sorry, die Starter sind shiny locked, my bad. Das war ein bisschen unangenehm. Was soll ich sagen, ne, manchmal passiert es halt so im Leben, ne. So, falls ihr Otero werden wollt, könnt ihr gerne Otero in den Chat schreiben und ich hole mir ganz kurz was Neues zu trinken. Nein, einfach so ein Troll. Na, wie gesehen, Forscher. Ja. Ja. Gezeigt. Nom 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 nom. Schau Discord, okay, warte, Felix. Okay. Kannst du machen. Strong. Schärmer. Neutrales Wesen geht fit. Kuss die Gänse, Kuss. So, neues Game, neues Glück.
Let's go. Ach, ich bin irgendwie so gigadurstig. Ich würde so gerne eigentlich meine Sinelbeere behalten. Was, wenn ich die ihm einfach runtergenommen hätte? Oh, actually? Actually? Komm schon. Ah, Sedge. Einmal mehr Tailwhip noch. Hätte ich ihm einfach runternehmen können. Naja, machst du nix. Ich fühle es jetzt noch mehr, was genau ab. Die Challenge. Ich sag actually ich auch. Jetzt könnte es richtig nice werden. Immer noch eine Challenge. Aber nicht so unfair. Mit den Regeln, ja, ja, ja. Ich sag actually, ich glaube, es sind ganz gute Regeln. Ich glaube, das sind wirklich ganz nice Regeln. Kein Ding. All me. So. Aber jetzt kann ich auch erwarten, dass du weiterkommst. Ja, ja, ja. Safe, 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 safe. So, zack, zack. Machen wir das schon mal fertig. Bälle haben wir schon, ne? Ich finde es halt auch, ja, ja, okay, nice. Ich finde es halt mit Dingen auch so nice, mit den Encountern halt wirklich. Das finde ich wirklich cool. So, wir nehmen mal 3 Stück. Wollen wir eine, mag jemand einen Command machen von den Mods? Wie wir das jetzt spielen? Mit 20% bis zum 4. Orden, 10% bis zum 8. Orden, 2 Encounter pro Route, also overleveln über die Level Cap, plus, plus, was hatten wir noch? 3 Tränke, aber es gibt keine extra Trankregel. Modcheck. Ich schau noch ein Nuzlocke, ja, ja, klar. Und von Wechselauffolge. Schau mal schnell zusammen. Kuss, Mensch. Kuss, 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 Kuss. Mir geht's gut, Reigns. Mir geht's echt gut. Ich hab die auch. Los. Mein Kopf dachte, du bist gerade, du kannst einmal rerollen und bekommst nicht 2 Mons. Nee, nee, nee. Ich bekomme 2 Mons. Das ist actually auch nice. Weil dann habe ich, das wird besser für 100%. Ja, ja. Die Sache ist die, was bei Renegade immer ganz angenehm war, finde ich, war, das war teilweise auch ein bisschen wack. Zumindest wenn du halt für die Renegade-Schwierigkeit. Aber das Problem war da, dass du so viele Encounter hattest. Das war wirklich too much. Du hast wirklich zu viele Encounter bekommen. Und hier ist es jetzt teilweise, du bekommst so wenig dafür, wie schwer das ist. Und ich sage, so ist es actually. Es ist, glaube ich, actually ganz nice. Gut, falls ihr Nagelots werden wollt, dann schreibt gerne Nagelots in den Chat. Dann sehen wir auch mehr Mons, richtig. Ich kann mir mehr Strategien entwickeln für die einzelnen Arena-Leiter und so weiter. Ich glaube, das ist halt nice. So, wurde Nagelotz hier irgendwie gebufft, ist die Frage. Plus Shiny Claws wäre cool für den extra Spots. Das schauen wir, wenn wir ein Shiny bekommen. Der wurde tatsächlich gebufft, der hat 5 HP mehr, ein Death mehr, ein Special Death mehr und ein Speed mehr, Junge. Pog. Oh, er hat aber Analyse als Fähigkeit anstatt Runaway. Huge. Ich hab 5 HP immer mit. Aber ein Death mehr, ein Special Death mehr und ein Speed mehr. Kann man machen, ne? Und guck mal, da hat 5 Attack mehr, 6 Death mehr, 6 Special Death mehr und 2 Speed mehr. Gut. Gut. Wie ist, dass ich so etwas sein will? Okay, Nagelons wird der oder die wunderbare, einzigartige und unvergleichbare Ryugenset. Alter, nice Nagelots. So, Nagelots nehmen wir mit. Jetzt wäre natürlich Bidiza mit Simple noch nice. Ansonsten nehmen wir halt noch Taubsi, ne? Pay to win. Oh, Staralili. Auch strong. Hat er schon Intimidate? Kann er schon Intimidate haben? Ich glaube, er kann schon Intimidate haben, oder? Kann Staralili schon Intimidate haben? Nee, ich glaube, Charlie, die kann noch gar keinen Intimidate haben, oder? Der ist Value, yeah, den nimmt man auf jeden Fall mit. So, falls ihr Staralili sein wollt, schreibt gerne Staralili in den Chat und ihr habt die Chance, Staralili zu werden. Erst Starabia, okay.
Ja, schau mir. Monarchin Stalili schreibt man mit einem L. So wie man spricht. Staralili. Nicht Staralili, sondern Staralili. Das klingt so dumm. So, Staravili. Kay gönnt sich. Oha! Kay hat sich ja wirklich gegönnt. Holy shit. Junge, Kay. Das kann ich respektieren. Danke, Timo, dass du aufpasst. Kay, ich bin noch am Start. Hardy Nature. Reckless? Das bleibt Reckless, ne? Sag mal, ich glaube, Junge, der kann Astonish. Ja, das ist wirklich Pay to Win. Aber das ist auch Pay to Win, dass du gönnst quasi. Aber dass der schon Reckless haben kann, wusste ich gar nicht. Ist es nur hier so oder? Ist glaube ich nur hier so, ne? Aber nehme ich mit. Deal in der Nuzlocke. Der Kampfstil ist auf voll gestellt. Pro Route darf Timo sich 2 Pokémon fangen. Wobei es Force Dupes gibt. Also darf, ich glaube, schreibt man nicht Dupes mit P? Ich glaube, man schreibt Dupes mit P. Also darf Timo keinen Mon öfter als einmal besitzen. Die Level Cap ist in den ersten 4 Arenen um 20% höher, als das der Arenaleiter, wohingegen ab der 5. Arena die Level Cap nur noch um 10% höher ist als das Level der Arenaleiter. Nö, passt. Und halt die Trankregeln in der Theorie, aber das ist eigentlich egal. Also ich habe keine. Ja, halt 3 Tränke pro Kampf, kannst du einfach noch dazu schreiben. Ja. Oh ja, safe, Foster, safe. Finde ich auch. Gut, nehmen wir auf jeden Fall mit. Stalili. Den töten wir ein. Wir machen sowieso wieder unsere Strategie gegen den Rivalen. Leveln gar nicht so ultra hoch. So viele Monster ultra hoch. Wir nur den Feueraffen und Ottero leveln wir so auf 9. Dann klatschen wir Rivalen weg und dann können wir alles bei Ordino hochleveln. Das ist ganz entspannt. Ich stehe jetzt zu Marzipan. Ich liebe Marzipan. Ich lila liebe Marzipan. Übel nice. Übel sick. Falls ihr Grimmark werden wollt, schreibt Grimmark gerne in den Chat. Ich hatte letztens sogar Marzipan zum. Also ich hatte einen Marzipan-Adventskalender. Tatsächlich. Hatte gerade einen Marzipan-Rittersport. Ich will jetzt nicht politisch anfangen. Und ich mache auch kein Auge, wenn ihr. Ich habe früher auch gerne Rittersport gegessen, aber ich werde keinen Rittersport mehr essen. Weil die beliefern so nach Russland. Wie gesagt, kein Auge. Auf. Warte, ich habe Grimmark falsch geschrieben. Stopp! Wir müssen Grimmark nochmal schreiben. Nochmal, let's go! Jetzt müsst ihr nochmal Grimmark schreiben. Ja, ja, ja. Deswegen. Ah, da ist es geht. Na gut. Okay. Weirder Grund. Ich sag, kann man aber respektieren. Du streamst auch nach Russland. Das ist true. Aber ich zahle kein Geld nach Russland. Womit Krieg geführt wird. Also ja, ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied. Jetzt spart es von der Tafel, bei der mein Dad arbeitet und die geben jedem Flüchtling aus der Ukraine eine mit. Das fühle ich schon, ja. Aber ja. Ich mache trotzdem Auge auf den Konzern. Nicht auf die Tafel, aber auf Rittersport. Ja, ich sehe schon so meins Oberf. Das ist auch ein True, was Flampan sagt. Russland ist nicht gleich Putin. Klar, wir tun, ich will jetzt auch nicht hier den Dings-Talk anfangen, den Politik-Talk. Und mir tut Russland auch leid, was vieles angeht, aber trotzdem.
Also sowieso die ganzen außenstehenden Leute, die in Russland leben, tun mir auch ultra leid. Also wirklich, tut mir giga, giga leid. Aber leider, ja. Willkommen bei Politik-Team. Nee, ich will gar nicht so viel, weil wir jetzt Thema wechseln. Das müssen wir irgendwann einmal extra machen. So, Gräber, Kier, Effern, GZ, Alter, Effern, Poggers. Genug Politik, genug der Sport. Kritisches Thema hier, true. True. True Dead. So, Effern, Lex, Alter, da sehe ich Effern. Glatini, da sehe ich Effern auch. Ich hätte zwar lieber, was hatte ich ansonsten? Blaze hatte ich, ne? Blaze war nice. Blaze hätte ich gern lieber gehabt. Ich wollte nur über Marzipan reden, ja. Lass wieder zurück zu Marzipan gehen. Marzipan ist sehr nice. Marzipan ist giga wild. So, Route 20, zwei neue Encounter. Aber vorher packen wir Rocco auf 7. Anderes Thema, was geht bei euch? Ja, eigentlich ganz nice. Cool. Wenn man jetzt reale Pokémon geben würde, willst du es haben? Safe. Also welches willst du es haben? Also welches würde ich haben wollen? Ja, Marshadow halt, ne? Also ich würde halt mein Lieblings-Pokémon haben wollen. Aber dann wäre halt so richtig geil, wenn du dann schon Content-Creator bist, weil ich würde einfach... Oh, ach du Heilige. Das könnte jetzt hier ein kleines Debakel werden. Warte, bin ich schneller gewesen? Nein, er war schneller als ich, ne? Wie viel KP hat der? Also eigentlich sollte er mich nicht killen. Geduld hat eh Prio. Ja, ja. Ich kann halt nichts machen, ne? Ich muss halt hoffen, dass ich ihm nicht... Ach, ich habe ihm ja keine 13 KP abgezogen. Ja, ja. Das ist ja Quatsch. So, Sixagoon, wir ballern einen Trank rein. Zack, Table passt. Auf jeden Fall würde ich dann noch IRL-Streams machen. Und Pokémon zocken. Junge, nie wieder treffe ich den. Ich bin schon minus 2 Def, ne? Er ist tot, Loser. Okay, nice. So. Zum Aufheilen. Na gut, habe ich immer wieder rumgelaufen. Die berühmten Worte eines Nuzlockers. Das sollte mich nicht killen. True. Ich glaube, ich will Effern. Genau, Effern müssen wir jetzt schon mal, können wir schon mal ein bisschen hoch trainieren. Der hat ja auch schon ein Echern. Ein Echern. Und dann können wir uns gleich zwei neue Encounter gönnen. Das wird Pog. Ich hoffe, dass wir Mankey bekommen. Mankey wäre übel sick. Und oben dann wieder Riolu. Das wäre auch übel nice. Kann ich mal nochmal ganz kurz die Level Cap reinschicken? Ausrufezeichen Level. Seid ihr so lieb? Ah, Dings ist 24, ne? Zweite Orden. Ja, Roxy ist 24. Ich glaube, Riolu entwickelt sich leider erst auf 26. Das wäre nice. Dann hätte ich Lucario beim zweiten Orden. Essen ist fertig. Nice, Effern. Let's go. Aber haben wir leider noch kein Lucario. Lucario wäre actually sehr huge. Iris ist 75. Warte, die ganze Top 4 ist 74 und Iris... Achso. Ah, ja, ja. Top 4 ist 74 und Iris ist 75 und bei der Top 4 schauen wir ja dann, wie ich das handhaben werde. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich auch die 10% Action nehmen werden. Ich meine, wir wollen ja sowieso, das Spiel ist ja sowieso noch lange nicht fertig und wir wollen ja die Challenge auch schaffen, ne? Hier entwickelt sich mit Freundschaft, theoretisch könntest du... Nee, entwickelt sich hier nicht mit Freundschaft, Lampen. Der entwickelt sich hier mit Aurasphäre. So. Also ich weiß nicht, ob er sich nicht trotzdem auch mit Freundschaft entwickelt, aber ich glaube, wahrscheinlich ist Aurasphäre schneller.
Ah gut, ah gut, ah gut. Der hat nur einmal Pursuit eingesetzt, das sollte passen. Erstmal hoffen, dass es keinen Game-Breaking-Bug bis zur Top 4 gibt. Das ist der größte Roadblock momentan. Gibt es noch niemanden, der so weit gespielt hat? Doch, safe, oder? Safe hat doch schon mal jemand so weit gespielt. Oh, es ist dunkel. 19 Uhr, okay. Ich dachte schon 20 Uhr, Alter. So. Oh. Wir hätten hier noch den Encounter holen können. Machen wir gleich, sofort. Doch, das meiste Zeug ist auch schon bekannt, aber dieses Game ist mit Klebeband und Tapetenkleister zusammengehalten. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Ich habe mitbekommen, dass irgendwie der Ort, an dem es Kyurem gibt, dass der irgendwie ultra verbuggt sein soll. Also diese Bucht da, die sollte irgendwie gigabuggy sein. Aber ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es doch auch einfach nicht. Aber ich mache da kein Auge. Was ich nur nicht verstehe ist, warum? Also, wollte Triano nicht Sacred Gold und Storm Silver 2 rausbringen und plötzlich auf einmal kommt das Game. Arthur, das war am 3DS, war das Problem, ne? Ja, ja, ja. Okay, Chat, zwei neue Encounter. Pogas. Wir haben Nachtzeit. Gibt es hier nachts andere Monster als tagsüber? Winter. Im Winter gibt's hier Quiekels für 10%. Anstatt Knofensa gibt's hier Quiekel. Yo. Wir hatten ja Knofensa in dem einen Run. Aber es gibt hier 10% Chance auf Quiekel, das ist actually nice. Das ist actually wild. Wer ist nochmal Dunsparce? Ist das Domiesel? Den gibt's hier im Shaking Grass. Okay. Aber Shaking Grass haben wir noch nicht, deswegen. Auf geht's, ab geht's, rein hier. Gönn Dummiesel. Nicht Dummiesel. Quiekel. Ach du Scheiße, warum denn Dusselkuchen? Ach nö. Den wollte ich nicht. Ich hätte so gerne Mankey und den gehabt. Mankey und Quiekel wäre huge gewesen. Warte, wie schreibt man Dusselgur? Dussel mit 2, ja, okay. Falls ihr Dusselgur werden wollt, schreibt gerne Dusselgur in den Chat. Ich bin echt Dussel 0. Wirklich der Vogeltrainer. Dusselmüll. Dussel Gur, Gur. Gur, Gur. 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 Bada, 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 dum, bada, dum, dum. So, Dussegur wird der oder die wunderbare, einzigartige und unvergleichbare Flo-Gizet. So, next one. Gönn Quiekel oder Mankey? Ich glaube, Mankey hätte ich lieber. Ich höre nur am Ruf. Was ist das? Ist das Trassler? Nur Turzel. Riesig nett. Riesig schnell, ob ich den haben will. Da gibt's hier leider eigentlich immer noch deutlich coolere Mons, glaube ich. Ja, aber ich krieg so viele Wassermons. Also Luturzel wollte ich eigentlich echt nicht. Also Luturzel ist schon nice.
Er ist schon süßer, okay? Und ich mag auch die komplette Reihe. Ihr könnt Luturz in den Chat schreiben, by the way. Aber wenn ich auf meinen Progress schauen möchte, dann ist der leider gar nicht so wild. Versteht ihr? Das ist halt so die Sache. Es ist tatsächlich gar nicht so nice. Warum ist Trimax in den Trends? Was ist da los? Achso, wegen Boxkampf, ne? Boxkampf ist ja heute. Crazy. Na gut, dann. Luturzi wird der oder die wunderbare, einzige, unvergleichbare Monarchin gezählt. Gezählt. Sieh's mal so, kannst manche Gegner halt mit Typespam bieten, wenn du dich nicht vorbei kannst. Ja, das ist true. Es gibt zu viele Encounter in diesem Game. Aber bin seit 30 Minuten auf Route 4. Okay, was hätte ich als nächstes bekommen? Mauzi, yo, das ist der 2% Encounter hier. Mit Unearthed. Einfach vor. Ja, Stravik. Stravik wäre auch eigentlich ganz nice gewesen. Ich fand Stravik eigentlich ganz nice. Dragosso. Auch huge. Dragosso wäre auch huge gewesen. Jetzt jedes Mon hier? Nein, jedes nicht. Aber schon viele. Hier gäbe es auf jeden Fall noch Kindwurm. Und Mankey hätte ich gern gehabt. Und was war da? Wer ist Smoochum? Wer ist Smoochum, Chat? Wer ist das? Ist es Schneebedeck? Nee, oder? Ich habe gerade anstatt Cubone. Kussela. Ah, Kussela hätte es hier gegeben noch. Ja, den hätte ich auch nicht so gern gehabt, actually. 5% Chance. Prasta 5% Chance, hätte er Teleport einsetzen können. Lonely. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das fühle ich jetzt nicht so. Bisher ist mein Team bescheiden. Aber wir runden das Ganze jetzt mit einem Riolu ab. Alles gut. Kann später strong sein, aber wieder ein weiteres Wasser-Pokémon. Aber Azul kann später sehr, sehr strong sein mit Huge Power. Jetzt muss der nur Huge Power auch haben. Also, imagine, ich hätte jetzt immer den ersten Encounter genommen. Aber auch Fairy, ja, ja, auch Fairy ist nice. Ich dürfte Azul, by the way, in den Chat schreiben. Imagine, ich hätte jetzt immer den ersten Encounter bekommen. Dann hätte ich Kussela. Kussela sag ich schon. Dann hätte ich Nagelotz, Dusselgur und Azul bekommen. Das wären meine drei Encounter. Das wäre absolut trash. Das wäre absolut trash. Leider bisher der Run bescheiden. Azul hat was für eine Chance hier? 20% Chance. Lillipup habe ich bisher noch kaum hier gesehen, ne? Wenn ich jetzt noch Lillipup bekomme, nicht so geil. Klingt nach einem guten Team zum Restarten. True. Azul wird der oder die wunderbare, einzigartige und unvergleichbare Kiba GZ. GZ, so. Da müssen wir jetzt gleich halt einfach mal hoffen. Aber wir holen uns jetzt noch Riolu ab. Okay, Dupes. Ist Dupes. Okay. I take those. So ist fine. Voltilam nimmt man, glaube ich, mit. Kann man kein Auge machen, ja. Electric Type. Weiß zwar noch nicht, wann der sich rentiert. Ihr dürft Voltilam, by the way, in den Chat schreiben. Ich weiß noch nicht, wann der sich rentiert. Weil Elektro brauche ich halt erst bei 8. Orden und. Ja, ne? Bis dann habe ich wahrscheinlich bessere Elektromods. Aber ich bin mal gespannt. Aber Voltilam ist nicer. Ampharos safe bei vielen Leuten. Weit oben in der. Also, es gibt wenige Leute, die sagen so, ja, Mann. Ampharos finde ich scheiße.
Ja. Gibt, glaube ich, kaum Leute, die das sagen. Okay, weiß Lampe, der oder die wunderbare Flappern! GZ. So. Der ist halt slow. Er ist halt slow, aber er ist halt nice. Vielleicht wurde er hier gebufft. Ich glaube, es gibt viele Monster, die wir haben, die aber auch gebufft wurden. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ups, er ist Mareep. Mareep. Guck mal, Mareep wurde schon direkt gebufft. Der hat 5 Death mehr. Vati hat 5 Death und 5 Special Attack mehr. Und Ampharos ist Elektrodrache. 5 HP mehr, 5 Attack mehr, 5 Death mehr. Entspannt. Kann Overcode haben. Der kann Dazzling Gleam, Flash Cannon, Draco Meteor, Power Gem. Ja? Tail Glow. Tail Glow, Dragon Pulse, Discharge. Der ist schon nice. Der ist wirklich schon nice. Also, ich glaube, da kann man kein Auge machen. Danke, Milch. Bis später. Kuss, kuss, kuss. So, jetzt klatschen wir kurz den Rivalen. Und dann trainieren wir die Pokémon hoch. Ja, würde ich sagen. Soll ich mit den beiden Level 9 Monster ready sein? So. Zack. Zack. Ich hätte jetzt richtig gern Aqua Jet, aber Growl nehme ich mit. Kommt jetzt eh Snivy rein. Nimm mal einen Tackle weg. So, Snivy kommt rein. Affe kommt rein. Dann gängelt es wieder Fairy Psychic Selfie. Junge, let's go. Da sehe ich mich doch. You know what it means. Broken. Take no Agility, T-Ball, D-Pulse und Leftovers drauf und gib ihm. Feiert man. Ich glaube, das feiert man. Habe ich hier schon Absorber? Habe ich schon. Will ich einen Luturze raus? Macht der mir viel Schaden? Scratch. Ja, doch ein bisschen mehr als gedacht, actually. Wir gehen in Ottero raus und heilen dann einfach mal hoch. Ja, drei Tränke. Hier können wir noch einen entspannt machen. Tickle ist nervig. Einmal ein Flo. Predicted. Nehmen wir aus dem Rocko, er wird nicht für Lick gehen. Scratch passt. Oh, ich hätte actually Tackle drauf behalten sollen. Ja, ist egal. Das macht ja gar keinen Schaden. Wie viel machen wir mit Fairy Cutter? Ja, nicht so viel. Tickle ist halt scheiße. Oh nein. Okay, nice. Ja, meint. Entspannt. Lol, warte, Counter? Als ob Luturz hier so früh Counter bekommt. Das ist mit meinem Minus, ist mit meinem Minus Verteidigungswesen, aber auch actually ziemlich nice. Aber, ja. Oh, Alf, ich glaube, es ist schon 2 Runs her, dass du da das letzte Mal dabei warst. Ich glaube, das ist schon eine Weile her. So, wir heilen hier kurz hoch. Dann holen wir uns kurz das Ei ab. Beziehungsweise wir machen kurz einen Platz frei. Dann tun wir kurz unser Team zusammenstellen mit den 6 Monstern, die ich gerade am coolsten finde. Machen wir das eben fix. Krass, dass ich kein richtiges Pflanzenmann habe, außer Loturzel. Du hast Fickfett, let's go. Fickfett Azurill. Du bist es aber auch einfach. Let's go. Ich werde dieses Azumarill sehr wahrscheinlich. Oha! Hallo, Modest Voltilam. Overcode? Ist okay. Analyse wäre, glaube ich, das andere gewesen. Wäre deutlich geiler gewesen. Wäre deutlich geiler gewesen. Aber was Analyse bei Mareep? Ne, es war Statik. Okay, war nevermind, war Statik. Ich dachte schon, wäre Analyse. Aber doch, das ist strong. Das ist strong. Voltilam kommt auf jeden Fall ins Team. So. Was ist denn da passiert?
Was war denn da in meiner... Was ist denn da in meiner Box? Hoch. Ja. Die S-Kurs ein bisschen am Buggen. Ja, passiert mal. Ich glaube, das ist eigentlich das Team, was ich hier rocken möchte. Erstmal. Oh, warte, wir müssen aber einmal noch rauspacken für das Ei. Immer noch ein bisschen buggy. Packen mal Nagelots raus. Was passiert auch auf dem DS? Also alles gut. Saved. Wir speichern mal voll Server. So, dann holen wir uns jetzt das Ei ab. Was haben wir bisher gesehen? Seemobs, Pygraulon und... Was hatten wir noch? Was hatten wir in den einen Run noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es schon eigentlich gar nicht mehr. Mugby, true. Mugby Bass. Ja, ich hätte gern... Also von denen hätte ich gern Pygraulon am liebsten. Ah, den hätte ich nicht am ungernsten gehabt von den drei, die ich gesehen habe. Also Mugby ist geil, aber ich habe halt... Ich habe halt Grillmug so... I don't know. Also von den drei hätte ich den actually am wenigsten gehabt. Okay, ich schreibe Mugby in den Chat. Ihr dürft Mugby in den Chat schreiben. Wenn ihr Mugby werden wollt. Mugby ist nice. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe Mugby. Aber... Ich würde dir so gönnen, sagen. Ich würde dir doch so gönnen. Ja. Ja, ich habe ungernsten gehabt. Timo, war es ja der Linguistik. Sie kennen mich. So, schaut mir die erste Arena vor Unite. Das kann eigentlich close werden. Mugby wird der oder die wunderbare einzige. Marvin! Imagine, das wäre jetzt. Oh. Imagine, das wäre jetzt Seemobs gewesen und du wärst es gewesen. You know what I mean? You know what I mean? Ich habe so viele weibliche Monster, ne? Bold Nature. Sag's ganz nice, mit Flame Buddy auch nice. Gut zum Eierbrüten. Er ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist kein schlechtes Mon. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich lieber Nagelots ins Team. Aktuell. Sehr viel mehr, es ändert sich ja ansonsten nicht mehr an meinem Team. Ich habe leider kein Kampfmon oder so für den Start. Das ist eher weniger tendenziell geil. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir werden wahrscheinlich Luturzel benutzen. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Wobei... Maybe funktioniert es doch, was ich vorhabe. Ja, ich habe Counter für Lombrero dann halt, ne? Das ist halt gar nicht so kacke tatsächlich. Lombrero mit Counter ist schon ganz nice, aber ich überlege halt auch gerade schon gegen das Teddy Ursa, ob es da ist. Trotzdem mit Counter. So, wir leveln K mal. Flampern ist schon auf 9, wir packen alles auf 10. Yes. Also, in meinem letzten Run, das ist halt so crazy, weil in meinem letzten Run hatte ich nur einen Encounter auf jeder Route. Und ich hatte actually ein besseres Team. Jetzt Fortran entwickelt sich tatsächlich auf 17 erst. Und ich hatte einfach ein besseres Team. Das ist so weird eigentlich. Aber ja.
Game gönnt wirklich nicht. Oh, Wing Attack, nice. Ah, ich scheiße auf Quick Attack. 9. Otaro, so ein Loser. Ja, aber alle entwickelt sich auf Level 17. Hier, Effern. Alle Starter. Das ist das Problem. Ich mache mir ja gar keinen Schaden. Die entwickelt sich alle drei erst auf 17. Das macht also keinen großen Unterschied. So, zack. Level 5, 6, 7. Sand Attack über Gesichter. Alle Loser Grillmark Soul Run. Pursuit. Nehmen wir mit über Astonish. Wir können schon rauswechseln. Oh, ich habe immer noch EP-Teile auf Charlie. Ja, ist nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar entwickelte Mons beim ersten Orden, was ganz nice ist. So, zack. Ja, okay, ist jetzt schon Level 11. Ist nicht so schlimm. So, zack. Putz. Putz. Und Putz. Auch Pursuit. Warum bekommt hier jeder und alles Pursuit, Alter? Wir scheißen, glaube ich, auf Geduld. Ich habe keinen Bock, Geduld zu spielen. Waterpulse. Strong. So früh Waterpulse zu bekommen. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Mit Loturzel. Kommt heute noch Mario? Nee. Heute kommt kein Mario. Heute kommt kein Mario. Nature Power, oha. Palme ist doch nicht weg. Ich bin doch schon da. Oh nein, einfach. Stop. Mal 64 Speedrun. Wann? Actually berechtigt. Ah, gar nicht so berechtigte Frage. Aber hätte ich schon Bock. So, Flampan, ich glaube, wir feiern jetzt noch ein bisschen mit dir, oder? Ich habe irgendwie Bock, mit meinem Modest Voltilam ein bisschen aufzumüpfen. Mein Odyssey Speedrun. Dafür bin ich ja viel zu Boomer. Dafür bin ich ja viel zu Boomer. Holy shit. Scheiße. Die hat ja auch einen Voltilam. Aber die denkt so, ich greif so physisch an, aber tue ich gar nicht. Ich habe Odyssey nicht mal durchgespielt, merke ich gerade. Ich scheiße auf Mario Odyssey. Ich fand Mario Odyssey actually nicht mal so nice. Oh, wir haben Flampern, merke ich gerade. Ist ja übel nice. Für die normalen Flug-Pokémon in der ersten Arena. Das ist richtig sick. Quicklaw. Könnten wir sogar vielleicht unserem Merk geben. Könnten wir vielleicht sogar unserem Merrill, Merrill? Unserem Voltilam geben. Habe ich gerade Merrill gesagt, Bro? Ich lost. Ja. Dich hätte ich gern gehabt. So, dann. Einfach nach vorne. Ja, du bist dann sogar schon Warte. Ja, ich sag, erste Orden sind wir, glaube ich, ganz nice dabei. Ich glaube, mit der neuen Level Cap ist das schon wirklich sick. Da verliere ich halt auch nicht so viele Mons. Der gerade. Was hat er eingesetzt? Ach so, Amnesie. Ich dachte schon. Nasty Plot. Wir haben schon ein paar echt nice Mons dann auf einem nice Level. Das ist schon echt sick. So, zack. Anton. Anton. Hallo Sarah, was geht? Ich hoffe, dir geht es gut. Was geht, was geht, was geht, was geht? Die junge Loturzel ist es aber auch einfach. Ich muss sagen, ich feiere es jetzt hier wieder mit den Gen 5 Sprites zu spielen. Junge, das war ein bisschen viel Schaden. Eieiei. Okay, das musst du wohl regeln. Jetzt ist er an der Level Cap. Hat es? Hat er? Hat es?
Einfach S. Die 5 Sprites sind schon strong, ja. Safe. Gesichter möchte ich nicht nehmen. Auch nicht. So, Item nehmen wir mit. Bei dem Band, zack. Oh, Leute, ich bin lost. Laut dem Bot schon. Schauen wir, ja. Ist ja so Boss. Dann machen wir den wohl auch mit Level Cap. Können wir ja machen. Ist ja no problemo. So, hier gab es Plage. Ja, sehe ich auch schon. Er ist nicht verpflichtend, aber nice to know so. Das sehe ich schon. Ich würde Pokémon Stadium für die Switch so hart abfeiern, wenn wir das bekommen würden. So, jetzt haben wir noch die Vorschüler, gegen die wir kämpfen müssen, aber ich weiß schon, dass die heikel werden können. Deswegen würde ich tatsächlich alle auf 11 trainieren. Ja, das alle auf 11 trainieren. Die Kackschüler, ja, ja. Ich habe echt keinen Bock, einen Mon an den zu verlieren. Die Sache ist die, das Problem ist halt, dass wir jetzt mit einer komplett neuen Regel spielen. Deswegen ist quasi jetzt so mehr oder weniger der erste Run. Ist ein bisschen schwierig, so richtig. Ja, das ist gut, für jetzt so zu darzustellen. Oh, Headbutt ist strong. Headbutt ist richtig strong. Echt so, Robra, wirklich. So. Die Frage ist, wir können eigentlich mit Mona King leaden. Solange es kein Pflanzenmon ist, ist eigentlich alles fein. Ich glaube, solange es kein Pflanzenmon ist, sind wir da ganz gut to go. Muscle Band können wir Starlily geben. Erstmal. Welche Regel denn? Was haben wir für den Command für die Regeln? Ausrufezeichen Regeln? Haben wir Ausrufezeichen Regeln? Ich glaube schon. Wie macht der? Okay, das geht fit. Ausrufezeichen Nuzlocke, Ausrufezeichen. Was hat Ding gemacht? Nee, das ist nicht richtig. Ich weiß nicht, was Milch gemacht hat. Was Milch ausgesucht hat. Ah, ist sowieso der mit den ganzen Firemons. Ah, Ausrufezeichen Nuzlocke, ja. Das ist es, glaube ich. Oh, Yawn. Das ist ein bisschen unangenehm. Da müssen wir nochmal raus. Lass kurz raus in K gehen. Und dann wieder in Rocco. Genau, das ist jetzt quasi Regel. Weil das Game ist halt wirklich viel zu schwer, haben wir herausgefunden. Es ist halt fucking unmöglich, wenn du das als Blind Nuzlocke spielen willst. Und deswegen spielen wir hier mit den Extra-Regeln. Wir sind insgesamt dreimal K.O. gegangen. Jetzt quasi der vierte Try. Aber wir sagen quasi, es ist Try 1. Weil es nur fair ist. So. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird das Game auch gerade schon genervt. Weil es zu schwer ist. Im Early Game. Und im Late Game wollen wir halt auch einfach durchkommen, ne? Also ja, müssen wir mal genau schauen, wie es da abläuft. So, zack, Level 12, Disarming Voice. Brauchen wir erstmal nicht. Hatten wir beim letzten Mal, aber scheiß drauf. Und Trico. So. Nice. Wärst. Medaillen. Ja, ja, ja. Das, was der Elfan gerade sagt. Sehe ich schon. Aber ich will das Game, bevor ich sowas mache, will ich das Game erstmal durchspielen. Fair Coverage im Early Game ist halt useless, ja, ja, übelst. Und da gibt es später viel nicere Moves. Da gibt es später viel, 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 viel nicere Moves. So, Sinelbeere. Die Felicia kämpfen wir dann natürlich trotzdem. Gleich.
Aber dann werden wir natürlich vom Level her ein bisschen höher sein. Weil ich will eigentlich gegen die keine Mons verlieren. Aber gegen sie fighten will ich trotzdem. Ich muss mir da keine große Challenge setzen, aber ich will sie trotzdem besiegen. So, lass hier kurz... Okay, ist auch ja 10 Jahre, lass doch nicht. Lass erstmal mit Voltilam die Arena klatschen. Willst du dich leveln, Timo, für erste Arena oder willst du so machen? Ja, es sind ja eh nur die Vortrainer erstmal. Noch geht's ja eh nicht richtig, hundertprozentig los. Es sind ja nur erst die Vortrainer. So, dann haben wir Radfratz. Screech ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Focus Energy, auch gruselig. Und wir besiegen ihn nicht. Screech, auch gruselig. Aber okay, Quick Attack, auch sehr gruselig. Hat mir eine Sinebeere gekostet, chillig. Lass uns in Rocco gehen. Was Drive, was geht? Fake Tears. Ich will nicht wissen, glaube ich, was er noch so alles haben kann. Okay. Wir gehen für Headbutt. Wir sind Muscle Band Headbutt. Aufruhr. Wir sind schneller, alles gut. Oh, kann er Pursuit? Ich bin uns den Trank, komm. Ja, kein Bock, dass er jetzt Pursuit einsetzt. Quick Attack, okay. Gleich Überschallknall. Halt echt so. Warum macht er so viel Schaden? Hat er Anpassung oder so? Da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwie Böses im Busch, glaube ich. Der macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Daniel, danke für den Follow. So, von dem nächsten Trainer, der hat so Teddy Ursa mit Kopfnuss, das ist übel broken. Also es ist halt wirklich broken. Da würde ich ganz gern doch schon alle auf 14 leveln. Ne, 15? 15 können wir schon leveln sogar. Können sogar alle auf 15 bringen. Junge, ich kann mich bewegen. Bring alle entspannt auf 15. Dann, ja, schon, dann haben wir schon ein paar Entwicklungen. Und dann können wir, dann haben wir Lombrero, Staravia, Vati. Ja, ein paar Sickemons auf jeden Fall. Der hat 90 Base Attack, ist halt übel dumm. Ich weiß nicht, ob er wirklich so viel hat, aber ist trotzdem schon krass. Also... Ich sag's, wie es ist, wir fahren mit unserer Strategie hier schon ganz gut. Ich bin immer noch auf Route 4 am Pokémon fangen. Fossa, der übelste Casual Andy. Wir können, glaube ich, langsam mal den EP-Teiler von Rio runternehmen. Packen wir hier eine Seebeere drauf. Hier dann noch eine Sinelbeere. Gibt es, wenn Magma Rüpel Nummer 32 mit Flinklauer Explosion und Blampuder Monster ankommt? In welchem Game ist es? Wo passiert es? Aber ja, es klingt wild. Ich weiß noch, als. Ach, es ist ein Emerald Kaiser. So, ah, okay. Ich weiß noch, als ich mit. Ups. Mir geht's gut, ich war ein bisschen müde, aber sonst geht's mir gut. Ich weiß noch, wo ich mit den Jungs die Taglock gemacht habe. Was war das nochmal? Ein Shiny Gold hatten wir gezockt, ne? Wo sich der Entwickler irgendwann gedacht hat, ja, ich will jetzt, dass mein Spiel schwer wird. Und damit es schwer wird, für die Leute, die einen Lasok spielen, packe ich einfach auf jedem Pokémon Abgangsbund drauf. Das war seine Definition von einem schweren Spiel erschaffen. Habe ich nicht so gefeiert. Habe ich tatsächlich nicht so gefeiert. Shockwave feiere ich wiederum schon sehr. Muss ich gestehen. Shiny Gold, wo dann die Story ganz anders wurde und alles super verfüllt war. Ja. Ganz genau das.
Isaac hatte gute, hat guten Potenzial, das Game. Aber leider nicht perfekt umgesetzt. Leider nicht perfekt umgesetzt. Man kann ja fighten und ich hatte einfach alle Leute immer auf diesem Planeten getötet, um IVs um zu leveln, feels bad, ja. Kannst hier ganz entspannt einfach bei Arduino dich hoch trainieren. Sehr schwer und auch Counterplay, ja. Bam, Stahlbier nehmen wir auch direkt mit. Zack, zack, zack. Fury Tank will ich immer noch nicht. Hat ja auch beim ersten Try bis ihm das einer gesagt hat. Das ist true. Das ist tatsächlich true. Zack, Level 15. Ja, das ist halt entspannt, ne? Wann entwickelt sich Nagelots, Chat? Also Grimmag entwickelt sich mit Feuerstein. Aber wann entwickelt sich Nagelots? Kriege ich schon Razor Shell? Ich glaube, mit 16 bekomme ich Razor Shell schon, oder? Oh! Er meint. Gut. Haben wir auch geklärt. Ich habe auf jeden Fall Razor Shell, das ist nice. Also, das hatte ich auch schon vorher. Ich glaube, 13 ist ja die in der Theorie normale Level Cap. Ne, 14. 14. Ne, 13 war die normale Level Cap. Da habt ihr auf, haben wir aufgerundet. War ja, ist ja 15,6. Level 20? Okay. Das ist eigentlich echt ein bisschen spät. Das heißt, wir werden auf jeden Fall keinen Kuckma da haben zum ersten Orden, aber zum zweiten Orden, falls wir Kuckma da noch im Team haben. Lombriero bekommen wir also gleich noch auf 14. Wir sauber machen viel Stärke und Sesam ist durch die Küche geflogen, aber der Bauch ist voll und will entspannen. Was gab's denn leckeres, Effern? Sesam und Stärke. Klingt auf jeden Fall asiatisch, weil Sesam dabei war. Sticky Tofu. Maybe. Ist nicht, wir sehen nur der Einzige, der sich auf 15 entwickelt. Naja, die Anfangsvögel entwickeln sich noch früh. Radfotz entwickelt sich auf 20. Wieso halt auf 15? Dann entwickelt sich Zickzacks auch so auf 20 oder so, ne? Reißt du dir nicht im Brust in Sesampanade? Nice. Sehr geilo. Zigzag ist auch 20. Oh, Hypnose. Ja, pack ich über Sand Attack. Ich denke mir bei Sand Attack immer, ja, das könnte ich nutzen. Und dann denke ich mir jedes Mal, ja, ich kann es aber auch halt einfach sein lassen. Wäre schon Bidifas ist noch 15, ja. True, das wäre der nächste gewesen, den ich gerade fragen wollte. Bidifas auch noch 15. Dann Nagelots, ja. Wann wirkt sich Raffel? Und wann entwickelt sich Skoppel? Und wann entwickelt sich... Was ist Anfang der... Hier Magunior? Wann entwickeln sich die drei? Berechtigte Frage. Sind ja auch alle erst so spät. Der Radfatz ist erst auf 20. Flame Charge, nehmen wir Fire Spin mit. Raffel ist glaube ich sogar 24. Gibt es, aber es gibt kein anderes Early Normal Type on in Gen 8, ne? Ich glaube, Raffel ist das früheste. Na, Volley gibt es. Volley ist, glaube ich, das Anfangsmon. Wann entwickelt sich Volley? Ich glaube aber auch erst relativ spät, oder? Auch ein bisschen später. So, was bekomme ich hier eigentlich mit Nature Power? Seed Bomb. Und was bekomme ich in Arenen? Auch Seed Bomb oder was? Poggers, Fossa, let's go. Also hier Seed Bomb ist schon nice. Scheiße, Fossa. Ich habe auch 24. Volley. Gut, das ist auch ein Anfangsmann, oder? Ja, aber es sind ja Anfangsvögel. Die sind ja alle nochmal ein bisschen anders. Ich meine jetzt so diese Anfangs-Normal-Type-Mons, die man da so immer hat. Ja, der kriegt halt hier schon Fake-Out. Das ist halt übelst asozial. Ich glaube, ich mache Counter sogar weg.
Ich hatte zwar überlegt, eine Strategie mit Counter zu spielen, aber was soll's. Ich glaube, Fake Out ist auch ganz nice, actually. So, ich glaube, wir machen aber auch gleich die Arena auf Level 15. Da meinte Marvin ja, abgerundet von 16 auf 15. Ich glaube, mit Level 15, mit dem Team hier, fahren wir eigentlich schon ganz gut, wenn wir so die Arena machen. Dann lassen wir es abgerundet bei der ersten Arena. Da mache ich da kein Auge. Wir sind schon gut dabei, wir sind 2 Level über dem. Müssen wir nicht auf 16 gehen. So wird es auf jeden Fall auch nochmal sehr gut spannend. I guess. Erstmal kommt sowieso der Teddy Ursa-Trainer. Der hat mit einem Dosegur geleadet. Wie lange machst du denn ungefähr? Wir machen jetzt noch die Arena. Und dann zocken wir heute Unite. Dann haben wir gleich ein Liga-Match und dann gehen wir wahrscheinlich später noch auf die Ladder. So. Yes, Cobra, also ist halt ein Hack, ne? Du hast Yorkler vergessen. True. Ja, ich habe halt an Nagelotz gedacht, ne? An die Anfangs-Normal-Types. Ich glaube, Nagelotz ist da auch eher mit gemeint. So, jetzt will ich mal kurz überlegen. Wollen wir den T-Waven? Hat der Guts? Schau nach, ob der Guts hat. Teddy Ursa. Genix dabei. Kann er von Natur aus Guts haben? Teddy Ursa. Mit Name Rasanz Honigmaul, okay. Mit Name Rasanz Honigmaul und Ursaring hat Adrenalin, Rasanz. Ja, mit Name wird später zu Adrenalin, okay. Jap, dann gehe ich hier für T-Wave. Klampern sogar schneller. Let's go. Und jetzt die Vollpara. Schade. Junge, das ist ja schon viel geiler hier. Was sehen meine Augen denn hier? Meine Äuglein. Das feiere ich. Aber hier will ich trotzdem rausgehen. Lass den K gehen. Fifine auch, aber Fifine ist... Oh ja, der ist ja auch kein Anfangs-Normal-Type. Das ist ja schon viel besser. So ist ein Anfang auch wenigstens wie ein Anfang von der Challenge. So ist das ja schon viel nicer. Ist crazy, dass Kira da erst ab Level 30 sich zum Intelid entwickelt, obwohl das Anfangskäfer-Pokémon ist. Mein Intelid hat aber auch von den Anfangskäfer-Pokémon echt strongest Stats, muss man sagen. So, womit hat er nochmal geleadet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich kann mit Flampern auf jeden Fall leaden. Wie viele Tränke habe ich? Okay, wir brauchen noch Tränke. 2 Tränke. 9 Cent vor Sippo. Scheiße, Fossa. 2 Tränke brauchen wir noch. Zack, zack, zack. Extra Tränke dürfen wir eh nicht benutzen, wenn er Tränke benutzt. Die Regeln haben wir ja rausgenommen. Und dann let's go. Minchino war das true mit. Was hat er nochmal? Widerhall hat er eingesetzt. Ja, gehen wir für Shockwave. Workup natürlich. Muss sein. Jetzt geht er halt für Widerhall, ne? Oh, er geht für Potion sogar, okay. Oh, actually? Gönbati? Oh, strong. Moin Simon, was geht? Okay, Lillipup. Ich würde mir Flampern eigentlich noch ganz gern aufheben. Ich habe hier leider keinen. Das habe ich verpasst. Ich bin nochmal K.O. gegangen. Oh, er geht gar nicht für Workup. Schade, Lombrio, du hast es versucht. Das war's schon wieder mit deinem Auftritt. Schieb mal K rein. Das ist der 4. Run. Aber wir gehen jetzt mit anderen Regeln dran. So, Wing Attack macht. Ja. Ja. Okay. Wir sind halt schneller, ne? Und ich sag, der wird mich halt nicht killen. Ja, okay, lost. Wenn er nochmal für den Trank geht. Ja, okay, lost. KI, ja, übel dumm.
KI ja übel dumm. Da kann ich ja nicht mal was dafür, dass die KI so lost ist. Das ist ja dann super entspannt. Munchlax, so. Flaylax. Wir haben Low Kick. Hypnose Low Kick mit Ryu. Von Flaylax. So, zack. Zack. Nice. Easy peasy. Let's go. Ja, ja, safe, Simon, safe. Jetzt haben wir die Regeln entspannt gemacht. Was ist der Eck? Bin mir auf der Suche nach schweren Pokémon X. Der ist wirklich schwer, ja. Ja, ja, Foster, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sag, so fühlt sich aber der Anfang eines Games auch wie der Anfang eines Games an und nicht wie fucking Late-Game-Content. Deswegen ist das noch relativ cool. So. Nice. Damit haben wir den ersten Orden. Wir haben literally kein Progress gemacht. Wir beenden den Blaze Black Run. Dort, wo wir den Blaze Black Run angefangen haben. Aber wir haben jetzt eine neue Challenge. Eine machbare Challenge. Eine nice Challenge. Und alle, die heute dann zu Blaze Black das erste Mal da waren, die haben halt nichts verpasst, ne? Sweet. 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 Aber auf, danke für den Resub! Kuss, vielen Dank. Geiles Safe. Safe. Die Anfang ist bei solchen Hacks leider immer am schwersten, weil man einfach weniger Mons und Attacken zur Auswahl hat, aber die Gegner ähnlich schwer sind wie später. Ja, ist halt wirklich so. Die haben halt wilde Movesets teilweise. Und was mich halt stört, ist, dass du viele Pokémon hast, die sich so auf Level 16, 17, 18 noch gar nicht wirklich entwickelt haben. Aber die Gegner vollgeklatscht sind mit, die Gegner vollgeklatscht sind mit Middle Evolutions. Wie zum Beispiel das Nidorino, Lombrero, Blanas oder so. Denke ich instant dran. Weil die übelst asozial waren. Ja. Jap. Na gut. Dann, Leute, falls ihr wegen Blaze Black hier wart und bei Unite gehen wollt, danke, dass ihr da wart. Wir zocken jetzt Unite. Gleich ein Ligakampf. Falls ihr bei Unite dranbleiben wollt oder Unite mal wieder sehen wollt oder Unite allgemein mal sehen wollt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet.